Hallo liebe Freunde von Auswandern Thailand. Swadika. Herzlich willkommen heute zu Auswandern Thailand. Wir haben jetzt gerade mal auch an so einem kleinen Ständchen, dass man was essen kann. Einen wunderschönen guten Morgen. So, da zeige ich mal. Wir sind jetzt gerade hier an so einem kleinen Ständchen da. Da essen wir was Gutes. Schauen wir mal. Kapau essen wir. Korn tut wäre. Samen abgreifen, weil die Blumen so schön groß werden, die bunte. Ja, wie gesagt, wir sind da an der Straße. In so einem kleinen Hütchen da. Sind ja mit den Dingen, die brauche ich auch da. Und die Jacke, ne? Das ist Jacke, nennt man das. Und die brauche ich auch, weil man Hitcher da. Schwierig zu kriegen, ne? Ich will immer 6 Jahre her. Schwierig zu kriegen, ne? Da vorne zum Beispiel, das ist die Küche hier. Sehen wir, oder die Waschküche, ne? Eine schöne Waschküche hier. Mit den schwarzen Hinkelchen da unten. Also sie hat 25 Baht bezahlt für so Jakar-Ziegel da aus dem Gras da, ne? Das heißt, ich brauche 40 für 1. Das heißt also bei 25 Baht 250. Oh, das sind 1000 Baht her. Du da kannst. Okay, an die Kaffeebolle auch noch. Okay. So, die Korn hat immer Angst mit dem Stiel. Die Korn zuckt immer die Stiel. Sie hat immer Angst, der Kalb mit seinen 100 Kilo fällt durch so einen Plastikstuhl. Ja, die Bank ist gut. Die Bank ist gut, oh, ja, prima. Ach jo, das ist eine richtig große Holzbank. Jetzt aber machst du eine Arbeitsflut her. Frau. Zehner, die Stühle sind halt schon ziemlich kaputt. Sie hat ja recht. Bei 100 Kilo muss man schon kontrollieren, wo man sich hinsetzt, ne? Ganz klar. Oh, da kommt unser Essen gerade. Muss ich direkt filmen, wenn er es bringt. Kellner, der hat einen Schatz, wie wenn er Fetze da im Stall geschafft hätte mit derselben Schatz, ne? Oho, wow. Na, aber ich mag. Super. Er kann aber kochen. Bewegung. Also die Schatz ist schon heftig, viel, oder? Leute, mal ehrlich. Oh, und die Gummistiefel auch, Das ist so richtig. Der Koch und Kellner. Er kommt gerade vom Garten und hat uns mal schnell gekocht, bevor es da weitergeht im Garten. Ne? Hängewisch, naja, ich meine, er hat aber Maske an, ne? Darf man nicht vergessen. Immerhin Maske. Ne? Mit Kollegen, das ist unser Essen da, das, was wir jetzt essen gerade sind. Ich also habe einen Pad Kapau. Pad Kapau esse ich gerne, wenn es so richtig schön gebraten ist, also richtig schön durchgebraten ist. Ne? Dann vor allen Dingen mit deiner ganzen. Wir haben ja gesehen, wie die Kellner und die Koch ausführen. Ne? Frisch aus dem Stall. Hände noch nicht gewaschen, aber Mundschutz an. Ne? Kann ja nicht schief gehen. Ne? Schöner Mundschutz an drauf und fertig. Ne? Die Chefin kommt, oh, wie wenn sie frisch aus der Küche kommt. Die hat aber jetzt nur die Gurke gebrungen. Gekocht hat der, wo die Suppe jetzt bringt, der hat gekocht. Der Mann in der Gummistiefel.
Der hat gekocht. Wann Oh, nam Suppe mal leer. Kopf gemacht hab. Komm hei, nee, gut da. Ja, okay. Vom Auto nie gehabt. Hey, Kap und Tap. Also das saubere Hen hat er gehabt. Die Fingernägel sind ein bisschen schwarz, aber hopp, Fingernägel das. Tut mir vielleicht auch viel zu hoch bewerten, will ich mal sagen. Ne? So Leute, es geht weiter. Achso, ich muss noch mal dringen. Oh, das ist ein Kanton und die Lot Leo. Die lag so, ne? So Moon, kein Messer. Achso, auch ein Messer. Dann wird Hand verlangen. Schwab, Mark. Pump sei die Gua. Oh, Messer, wir können auch noch Pferd. So, ne? Da steht nochmal der Vater, der kocht. Sieh, der mit dem Gummistiefel, der hat gekocht. Der mit dem Gummistiefel und mit dem tollen Klamotten, der hat gekocht. Die Mutter ist nur für die Show. Ja, aber ich muss, Schatz, ich muss jetzt gleich durchs Jetzt wäre gesund. Und nicht, dass man das Handy heißt, was? Schatz, pass du auf dich auf, ich passe das Handy auf, okay? Schatzi, Handy, nicht ich. Schon Angst, dass das Handy heißt, was, Leute? Als nächstes müssen wir für unseren Komfort, der bei uns in den Baum gehängt wird, jetzt komme ich euch, weiß, einen Korb kaufen. Ich habe nämlich eine Solarlampe gekauft und da ist diesen Korb, den benutzen wir, für unseren Baum zu erleuchten. So. Nee, der hat verschiedene gehabt, ich weiß, 100%. Wenn man das Auto durchstehe. Ich kann nicht gehen. Bitteschön, bitteschön. Mausi, hallo, Wasser. Stehe ich wieder im Wasser. Der psychische Nebenbrauch, der kleine und groß. Oh, auch klein. Sieh, dann kriege ich den Kofferraum, auf jeden Fall. Ach, die wollten 180 schon für die Kleine. Seh, na, so ist der Dieb und der passt da in den Kofferraum. Such mir das Fenster raus. Ja. Wir machen eine Lampe draus, Leute, wisst ihr? Was, Schatz? Hallo, Mimi. Ist das genauso groß wie das andere Mensch? Ja, was Menschen? Ist nichts. Ja, warten wir gerade, Mensch, dass überhaupt was ist. Sei da, ne? Nein, hab. Fingerbau. Hab. Das ist genauso groß. Ne. Warten wir gerade, Leute. Bleib nicht da ab. Bleib nicht. Ja, Moment, Moment, Moment. Ich will den ganzen Kram durcheinander machen. Okay. So, ich schlafe gerade mal drüber. Jetzt gucken euch das an. Das wollte ich euch nämlich mal zeigen, Leute. Das Dosengerätschaften. Stimmt. Das sind Gerätschaften da, für die Kampfhähne zu trainieren. Da kommen die Kampfhähne drin, für Muskulatur zu kriegen. Da werden sie hingehockt. Da werden sie hingehockt wie im Karussell und werden gedreht. Müsst ihr euch einen Vorschluss. Klappt, oder? Hat, ne? Für Kampfhähne ist das gemacht, das Karussell. Und hier, dass der Kampfhahn nicht von Mücke gestochen wird. Noch richtig ein schönes Mückennetz. Guck mal noch mit Reis hier drin und mit allem her. Ja? Extra für den Kampf vorne her. Das ist doch Hammer, oder? Das ist doch Hammer, oder Leute? Extra für den Kampf vorne. Das ist also für Sportstudio für die Hühner, ne? Für Sportstudio für die Hühner. Und das da? So, ich zeige euch noch was. Sieht auch cool aus. Das ist auch schön, ja, die sind auch schön, toller gemacht.
Aber die wollen sie 12, der Button sind genauso groß. Und halten auch nicht länger. Das da ist es, was das da schaut, Schwimmwäschfette. Die lag. Ach so, sicher. Da kommt der Kampf vorn, kommt da hin, wieso? Wieso Wäschfette kommt vorn, ne? Du, die Timer sind noch ganz verrückt drauf, ohne Quatsch. Ne? Die sind noch ganz verrückt drauf, Leute. Da, guck mal. Das ganze Medizin, was wir da sehen. Alles für die Kampfhähne, nur für die Kampfhähne. Ne? Sie so richtiges Aufputschkram da. Ja, alles Mögliche, so wie so für so Bodybuilder. Die Bodybuilder kriegen du das Aufputschmittel. Hammer, oder? Zeig den Kuck. Sache gibt's, da hast du recht, aber ehrlich her. Ja, ein spezielles Kraftfutter. Da guck mal an. Richtig Kraftfutter. Ach so, ja, okay, guck mal. Oh, er tut weit gerade sein. Wir zeichnen euch jetzt mal Kampfhähne, Leute. Und die werden noch. Und er tut sein Kampfhähn, Kampfhahn. Sein Kampfhahn tut er jetzt seine abnorme Dusche. Seht ihr, das sind solche Kampfhähne. Das ist schön, da in der Mitte. Cool, oder? So, und der tut jetzt halt einer Wische, gell? Abnahm, Abnahm, geil. Ach, du Fette, macht er einer sauber gerade. Ach, so, bis er fertig jetzt. Oho, so Jord. Oh, sieht er gerade geduscht, da kriegt so Häubchen auf. Ja, doch, Limbo, sind sehr populär. Den hat ein Häubchen aufgeht, hat die Flügel, wenn er geduscht wird. Wie gesagt, die kriegen aber kein Messer oder Fenne drauf, oder so, wie man jetzt schon gesehen hat. So, das sind also, die gehen also nicht so, ja, Old Hook verboten schon, aber ich finde in jedem Dorf. In jedem Dorf, du. Aber wie gesagt, die kriegen doch nicht eine Klinge für eine Trau gemacht oder sowas. Ne? Also ich war selbst schon so mal Horne gekommen und haben wir das auch geguckt. Ne? Nee, Andi, hör ich mal zu. Alles, wo Tiere... Wäsche, aber es ist folgendes. Man muss so ernst dazu sagen. Die Hähne machen das, weil sie das wollen. Das sind Kampfhähne. Wenn du die loslässt, gehen die aufeinander. Egal wie. Da gibt es in Thailand Fische. Ja? Die darfst du nicht zusammenhocken. Die kämpfen bis umfallen. Oh, das ist. Ja. Da kommt der feine Heat, dass er ein Schäfplätzchen hat. Ist er vollgesperrt. Jo, genau, das ist er voll. Leute, andere Länder, andere Sitte, das ist halt so, ne? Mir kann eh nichts daran erinnern. Ganz schwarzer. Formel, kann man sowas auch mal gucken, wenn so mal der Fan ist ja auch rein. Hey, hallo Julian. Ja gut, Limbo, das ist natürlich nichts, um Gottes Willen. Das ist also da nicht. Sobald einer aufgibt von deiner Hähne, hier in die Uff. Also wie gesagt, ich warte schon oft dabei. Nicht oft, ich war zweimal dabei. Zweimal, nicht du, oder? Genau. Der Quellenmensch geht die Bodybuilder, ja, die Bodybuilder-Hühner da mal, lieber Mann. Ja, es gibt immer wieder, natürlich. Ne? Ja, was kostet denn? Also ich habe das letzte gerade nämlich gefroht, wie wir da waren. Das ist besser. Oho. Was kostet denn der? Viel Geld, er sagt. Aber viel Geld, er gibt mir nicht her, aber er sagt viel Geld. So. Das ist ein bester Horn, der du. Also, die normale, wo noch keine Kämpfe gewonnen haben, so ein guter, schöner, wo gut aussieht, 2000 Baht.
Du ist ein Favorit, da bis zu 10.000 Baht. Aber da gibt es natürlich schon noch ganz andere Dinge. Ne? Sind ihr Dussi? Das ist so eine Arena. Ne? Ja, ja, ist natürlich alles ein bisschen verrückt. Oh, so ein Markt, ne? Aha. Das ist nicht allein. Ah, den hat er gekauft für 4.000. So ein Markt. Aber was große Kälte, guck euch das mal, wie groß die sind hier. Alle, wie gesagt, ich war schon auf so zweimal auf so einem Hahnenkampf drauf. Sobald einer von den Hähnen aufgibt, ist es fertig. Also da wird nicht gekämpft bis zum Tod oder sowas. Das ist doch nicht. Die werden in die Arena gelassen und da sehen sie, was machen die zwei Hähne. Und sobald der erste aufgibt, hören sie auf. Ist so Volkssport. Es ist ein Volkssport, Leute. Kann ich nichts daran machen. Ich kann nicht viel so gerne so vom Kamm, richtig Kamm essen. Ja. So, wir haben Lacktische. Ja, Old Hook, das wäre jetzt nicht so mein Ding, ehrlich gesagt. Ich kenne doch nicht so gut wie Tiere, dass ich wie Tiere halt. Ach, so eins brauche ich ja. Gut, dass ich es jetzt sehe nochmal. Ich brauche eins, ich meine, sie ist so klein. Glaub mich, aufpassen, dass genug Wasser drin ist. Schon lieber noch ein großes. Das ist halt gesagt, Liebling. Du kaufst halt Internet, ja, sieh nicht. Jo, alles war nicht. Gesagt, ja, stimmt. Korn hat wieder gesagt. Ja, ja. Wenn es das sagt, kennt ihr ja direkt als Mutter Arsch für Schlaf. Ja, wie ich so schlafe, ist das so. Wann ist Fehler, ne? Es sagt zu lang leben. Wir hatten schon. Aber du, gut aufräumen, das war nicht. Von Johann sagt, ja, Stierkampf, so ist es. Ahnung, da sicher, da. Hier, bei Leona. Nee, Quillmensch, der haut einfach ab. Da hält dann auf. Wenn er merkt, er hat keine Chance, haut er ab. Dann dreht er sich auf die Seitenseite und dann ist es fertig. Also, eins nehmen wir noch. Ne? Also, ich brauche noch so Wasserbehälter für innen hin. Ich habe also in der Hütte drin Wasserbehälter, du gehst da bloß so Liter hin. Und ich meine immer, es ist wohl knapp. Oh, warte mal, das hatte Chris was geschrieben oder was? Ach, das ist der Chris, warte mal. Guten Morgen. Freunde, seid euch erst jetzt da bin. Oh, nee, Fahrrad gestürzt. Ach, Chris, gute Besserung, mein Freund. Ach, das tut mir leid. Sorry, Leute, ich kann das manchmal nicht so gut lesen. Im Hintergrund habe ich die Sonne, die scheint mir ein bisschen rein. Also ich habe noch so Wasserbehälter geholt für in den Hühnerkäfigen hin, für mein Hühnerhotel. Vielleicht könnt mir auch so ein bisschen Sportgerät holen, ne? So Sportgerät für unsere Hühner, die lag auch geil auch. Ich hab. Oh, das ist Spaß, vielleicht gefällt das unsere Hühner. Kaufen wir Karussell für die Hühner, ne? Kaufen sie kaufen sie doch tatsächlich für den Gugelhorn, ne? Mein lieber Mann. Was ist das du? Nee, allein. Was ist? Steht kein Wert, was ist das? Ich weiß auch nicht, was ist. Ja, doch, mach's mal so schlau, weiß ich selber nicht. Nee, kann alles gut. Ja, siehst du, also weiß ich doch nicht. Nee, die ist alle ist noch. Siehst du, sie weiß auch nicht alles. Sie macht das manchmal so schlau. Ach so, weil du mitzunehmen. Ach so, okay. Ah, so, alles gut. Wie die Turnerfrau. Naja, Horn, Hähne und Turnerfrau haben schon was gemeinsam, ne? Wie nett, da kann man sagen. Ein Boxsack für die. Ja, genau, richtig. Dave, lieben Dank für dein Leben, Dank für deinen Subscribe.
Da werden die Hähne drin transportiert, genau so ist es. Und hier, wie gesagt, ein Netz, dass sie nicht gestochen werden von der Stechmücke. Scheiße. Also, nimm du mal bezahl. Ach ja, was ist denn das? Das ist auch Shadow. Die Schublade, was ist denn das? So ist es, genau, Stefan. Er soll sich mal Schäfe werden lassen von seiner Frau. Was hat das für ein Schublad? Was ist denn das? Chris, lass dich mal Schäfe werden. Das ist auch nicht schlecht, ne? Okay. Ah, die Fall, das da sind übrigens kleine Angel. Kleine Angel, seht ihr da? Selbstgemachte Angel. Die werden also an den Fluss oder an den Lauf gestellt, an den Wasserlauf gestellt. Der Schwester. Mutter hat die auch gemacht. Ja. So kleine Angler sind das, ne? Die werden in den Boden gesteckt und werden hingeschmissen. Ne? Ganze Nacht stehen. Die ganze Nacht bleibt hängen, morgens geht man dann gucken. Ne? Okay, komm, weiter. Okay, komm und gab. Bis morgen, ihr Lieben. Ne? War toll, dass ihr dabei wart. Für euch alle, bleibt gesund, bleibt munter. When I go to Thailand, I learn to speak some Thai. I cannot eat spicy food, so I sip it my dai. I want to do some shopping, I ask how much tarai. But paying the price is very high, so I say lot dai mai.